Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Wir begrüßen recht herzlich zu NHL 20, zu der Saison mit den Hellreitern aus Österreich. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne vorweihnachtliche Zeit gehabt. Und nach einer 6:3-Niederlage gegen die Washington Capitals versuchen wir heute gegen Toronto erneut unser Glück. Wir müssten laut Tabelle immer noch führend sein. Genau, in der Division. Und in der ganzen Liga sind wir nur führend. Wir haben aber gerade mal nur 2 Punkte Unterschied. Also das heißt, unser Vorsprung ist schon schmäler geworden. Deshalb reden wir nicht lang miteinander. Wir spielen zu Hause. Wir versuchen einen Heimsieg zu erringen. Am letzten Spiel, da kann man ja sehen, wir haben einen Danny aus den Birken in die NHL geholt. Und wir haben einen Tomanzini wieder, einen Hannes in die NHL geholt. Vielleicht verstärkt es ein bisschen unser Team, unsere Torchancen. Aber Bro ist halt Bro. Da kannst halt nichts machen. So, Raffi am Bulli. Gewinnt das Bulli auf das. Das auf Badora, Badora auf Randy. Und abseits. So, Raffi. Verliert das Bulli. Aber dafür den Brandy. Vom Max Obreuth zum Raffi auf Gaucho. Gaucho. Ah, am Tor vorbei. Das war die Chance gewesen fürs Tor. Aber Brandy hat ihn schon. Brandy hat ihn schon. Spielt wieder auf Gaucho. Gaucho. Und macht das Tor. Das ist 1:0 für die Hellriders zu Hause. Unsere Nummer 43, Gaucho. Als 4. Tor in dieser Saison. Aber es war ja immer langweilig. Meine Vereinskameraden haben sich meine Let's Plays angeschaut, die haben wohl gesagt, es ist gut, dass du auf Pro umgestellt bist, weil es war oft langweilig, meine Let's Plays zu schauen, weil es gewusst haben mit Winger. So, Kruki vor dem Tor. Abbreit von Max auf Wolf. Wolf spielt weiter auf Kruki. Kruki auf Holzi. Und Holzi, nein, schafft's nicht. McCown. Ah. McCown fängt an, oh, das ist schon mal gut. Oh, verliert ihn wieder gegen Toronto. So, Cahun. Warum spielt Cahun auf Toronto? Möchte wechseln. Jetzt haben wir einen Vertrag geboten. Maroon, Maroon.
Kahun schafft es auch nicht. Aber wir sind schon mit einem Tor vorne. So, Maroon. Jawohl. Leipzig. Das. Machen das Tür zu. Und wir schießen ihn weg. Ah, spannendes erstes Drittel. Schon langsam weihhaft warm mit dem Schwierigkeitsgrad. So, Raffi am Bulli. Bringt das Bulli auf das. Das auf Brandy. Brandy. Was war jetzt los? Snoop Dogg. So, Raffi. So, Brandy. Oh! Ah, verdammt! Toronto gleich aus. Hutze, jetzt hat. Ich darf mich jetzt von denen nicht aus dem Konzept bringen lassen. Mal schauen, dass ich so schnell wie möglich hier eine Antwort schieße. Ich muss einfach konzentriert bleiben. Okay. Auf Rock. Rock. Oh, wird. Stein, das passt gut. Auf Rock. Was sind wir in Dumm bei einem kleinen Rempler? Tomasini. Am Bulli. Jawohl. So. Jetzt reicht's an Badura. Wenn Toronto die Schlägerei will, wir Hellriders ziehen nicht nach. Und in der Form von Badura zeigen wir ihn, wo der Maschler muss.
Also Toronto ist schon mal gewarnt in Form von Bado. Jawohl, Caucho. Jetzt müssen wir schauen, was in den nächsten Drittel passiert. Raffi am Bulli. Verliert das Bulli. Gaucho ist schon da. Gaucho ist allein. Gaucho ist allein. Gaucho ist allein. Oh, hier ein bisschen früh rumgezogen sind. Okay. Gaucho ist schon wieder. Gaucho Hoden. Ah, Fehler gewesen von mir, jeden gehalten sind. Das Toden. Auf Gaucho. Jawohl, Heat. Auf Brandy. Ah, er hat auch gefangen. Von Toronto. Wolf. Verlierten. Brandy Hoden. Powerplay für uns. Hocken, okay. Jetzt gerade im ersten Moment gewusst, welcher Straf das ist, deswegen habe ich nichts gesagt. Jetzt müsste man eigentlich das Powerplay nutzen können, wenn ich Sportsfreunde lese. So, Wolf. Raffi Hoden schon wieder. Heat. Na! Toronto ist zu viert da schon gefährlich. Gaucho. Christensen's lugging the puck. Brings the puck into the offensive end now. Let's the wrister go. Ah, geht's ihn nicht aus. Kapanen's got it along the wing. Let's it go and makes the save. So, Bavil. Der nächste. So kann man natürlich das Powerplay auch spielen, gell? Heat. Holze. Zanit. Holze Hoden schon wieder, Holze Hoden schon wieder. Batora. Und Batora macht's.
Badura macht den Führungstreffer. Am heutigen Abend. Hat schon das Tor unterschlagen. Ah. So, ein bisschen konzentrierter spielen, jawohl. Dann McGinn. Dust. Badura. Auf Leipzig. Maroon. Ah. Hat man wieder. Ah, na, Max, halten. Jawohl, Max. Dust. Badura hat noch angefangen. Gastor leer. Wäre die Chance, dass wir hier jetzt wieder mal einen Sieg davon tragen. Hütze auf Wolf. Ah, ich krieg ihn nicht rein ins Tor, warum nicht? Jawohl, Sieg für die Hellriders, endlich! Endlich ein 2-2-Sieg, aber wir haben's. Und somit der 20. Sieg von 46. Aber geschwitzt habe ich auch, meine Sportsfreunde. Geschwitzt habe ich. Wir haben 3 Stars. Wir haben, wenn uns 2 Tore und 1 Assist werden uns gerechnet. Okay. Und somit müssen wir jetzt die ist so hinkriegen. Na, schauen wir uns einmal unsere Reihen an, ob die jetzt auch umgestellt worden sind. Die sind schon wieder umgestellt worden. Warum sind die umgestellt worden? Warum ist der Holze aus Center links? Ja, wieder ein bisschen um das. So, Gaucho, Maroon, ein K-Hund, dann mal da auf. Ein K-Hund, dann mal da auf. Der Tomanzini ist rechts außen normalerweise. Da ändert sich nichts, ändert sich da was. Jawohl, der Rock, wenn er auch geht, ändert sich in dieser Reihe was. Der Babel ist mal rechts außen, da ist der A rechts außen, wir beginnen.
Okay, dann bleibe ich in der letzten Reihe. Was ist, wenn ich mit Raffi aufgewechselt? Dann sind wir hinten stärker. Bringt sie auch nichts. Dann würde man hinten die Reihe 3 und 4 werden, man darf mal stärker werden. Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Was bringt das? Das bringt erst recht nichts. Das bringt erst recht nichts. Jetzt habe ich irgendwie. Tut mir leid, Moment. So. Na, hier mal wieder Nullerreihe. Offensiv, defensiv, okay. Also lassen wir es jetzt mal. So lass es jetzt einmal. Dann Verletzungsbericht. Der Pico geht mal, genau. 5. Dezember können wir wieder zurückgehen. 5. Dezember. Dann 93, 94. Dann machen wir die Toiletten reparieren. Einen oberen Rang dann mal reparieren. Einen unteren Rang dann mal reparieren. Die Club-Sitzplätze dann mal reparieren. Und die Imbissstände dann mal reparieren. Schauen wir jetzt mal irgendwie noch Budget außer der Schlung. So, das geht einmal alles nach oben, das passt gut. Eintrittskarten gehen nach oben, selbst bei den VIPs, also das heißt, wir erhöhen wieder hier um 10 Euro. Wenn das bei den VIPs aufgeht, schauen wir, was wir da Geld reinkriegen. Im Bestände. Ja, gut, geht auch hier. Bin eigentlich damit zufrieden. Merchandising. Angel Dust, Trikot, Kinder geht auch hier. Heimtrikot geht auch bei den Kindern. Okay. Okay, Arena-Anpassung, was haben wir denn da? Ah, okay, da ist gerade die Arena selber. Die, was wir anpassen könnten. Okay. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie nur mal was an Kohle einkriegen. Liga. Und dann da mal nach vorn simulieren. Kadermanager. Wir haben nun den 1. Dezember und jeder Spieler erfährt eines. RAF,
RFA. RFA. Trade. Noch ein Spieler. Trade bearbeiten. Wer ist es? Das sind jetzt zwei Spieler. Kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich mit die Trades nicht aus. Kadermanager. Ich habe ja irgendwie. Was hat er denn gemacht? Fünfunddreißig. Oder was? 39 Siege hat er jetzt, du? 39 Siege möchte er jetzt haben. 39 Siege möchte er jetzt haben, okay. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, der heutige Spieltag hat Ihnen gefallen. Hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!